Lavis gegen Obermais. Beide Mannschaften liegen nach 27 Runden der Oberliga punktegleich auf dem zweiten Tabellenplatz und dürfen noch vom Aufstieg in die Serie D träumen. Die Meraner in den blauen Trikots sind seit 7 Runden ungeschlagen, kommen aber in Lavis gleich unter Druck. In der 20. Minute schickt Loyola Gorla auf die Reise. Sein Schuss prallt aber nur an den Pfosten. Pech für die Hausherren. An die Flanke von Raffaelli und Daniele Conci trifft zum 1:0. Die Führung ist verdient. Lavis hat in dieser ersten halben Stunde mehr vom Spiel. Der Gegentreffer rüttelt aber die Obermeister wach. Landtaler mit dem unwiderstehlichen Solo. Dann der Doppelpass mit Schöpf. Landtaler setzt sich auch gegen Coppi durch und gleich zum 1:1 aus. Danach lässt er sich zurecht von der Curva Sud für sein 10. Saisontor feiern. Auch in der zweiten Hälfte agieren beide Teams auf Augenhöhe. Gorla mit der messerscharfen Hereingabe. Coiro kommt einen Schritt zu spät. Auf der Gegenseite die Maßflanke von Schöpf auf Landtaler. Berthet mit der Riesentat. Landtalers Aufsetzer lenkt der Torhüter von Lavis irgendwie über die Latte. Und Landtaler zollt Jacopo Berthet für die tolle Parade seinen Respekt. Dann die 86. Minute, Einwurf für Obermais. Der erst kurz zuvor eingewechselte André Schwarz legt sich den Ball zurecht, trifft aber nur das Kreuzeck. Und so bleibt es beim 1:1, eine Punkteteilung, die unterm Strich in Ordnung geht. Ja, schwere Frage. Ich glaube, das ganze Spiel, wenn man es alles sieht, ist so entschieden gerecht. Aber so die zweite Halbzeit sind eigentlich mir besser gewesen. Vor allem zuletzt haben wir noch mehr gehabt. Und mit dem Ladenschuss, glaube ich, ist ein bisschen das Gefühl, dass wir das heute kein gewinnen haben. Noi fisicamente stiamo bene. Stiamo facendo una stagione che nessuno si aspettava. Siamo partiti per la salvezza, ci siamo trovati qui, divertendoci. Ho un gruppo di ragazzi straordinari che hanno una cultura del lavoro favolosa perché lavorano tutto il giorno, poi vengono a sentire me che gli rompo le scatole tutta la sera e si divertono. Quindi penso che abbiamo entusiasmo abbastanza per arrivare fino in fondo facendo bene.